Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, ich habe jetzt mal die Räuberquest abgeschlossen, also ich habe nur das Dorf warnen müssen. Und wir müssten jetzt eigentlich weiter nach Mor Aydin kommen. Aber das schauen wir jetzt weiter. Das war wahrlich nicht der erfreulichste aller Umwege, den wir da auf uns nehmen mussten. Meister Pon guckt, als hätte Meister Pon vergessen, wo Schiff abfährt. Thor hat nichts vergessen, war 10. Ebene. 10. Ebene. Aber Goldmund hat gar keine 10 Ebenen. Es war auf der 4. Ebene, auf dem Flugdeck. Wollen wir dann mal so langsam los? Ja, gehen wir. Und immer schön auf die Wertsachen aufpassen. Ja, Rex? Ja, ja. Genau, wir haben auch inzwischen den Rock freigeschaltet. Mächtiger Kernkristall verfügbar. Okay. Was haben wir hier? Mächtiger Kernkristall. Sofort resonieren. Schauen wir doch mal, was hier rauskommt. Hoffentlich irgendwas Schönes. Okay, ist auf jeden Fall ein Feuer. Ein Feuerblade. Oder eine Erde ist er. Okay. Ah, nur 15. Oh, die müssen wir auch noch hochstufen. Meister Nier, einfache Lanze. Harmonieringen 9 von 50. Wartezeit 2. Stärke-Mod. Okay, sehr schön. Yep, den setzen wir doch gleich mal ein. Und zwar hier für diesen Kameraden. Wo ist Wolfbreak? Hier ist er. It sounds fun. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, mehr haben wir nicht. Nur die normalen, aber die resoniere ich jetzt nicht. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir im Wolfric nicht ein bisschen was Besseres geben können. An Waffen oder sowas. Wo war hier der Waffenhändler da? Schauen wir mal, ob wir da was machen können. So. Wolfric, was gibt's da denn Schönes? Okay, das sieht doch schon mal richtig nice aus. So, Duelllanze. Okay, was können wir noch machen? Schauen wir mal durch. Auf ihn hier. Und... müssten mal hier okay, hier können wir nichts machen. Harmonieren, wie sieht's hier aus? Okay, das müssten wir ziemlich schnell frei haben dann.
So, okay. Aber ich wollte noch mal schnell in die Charaktere reinschauen. Ob hier irgendwie noch was geht. Ah, hier geht einiges. Zwillingswurf. Jetzt hätte er 50% mehr Schaden. Machen wir doch gleich mal. Mit ihm können wir mehr Wut. Das ist immer gut. Having this makes me real happy. Okay. Das mit dem Level und so, das muss ich offscreen machen, weil das dauert sonst zu lange. Da muss man wirklich lange schauen, was man ausrüstet und. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hoch. Ich hoffe mal, ich finde den Weg jetzt hier gleich. Nee. So, dort oben geht's lang. Könnten wir auch mal gleich auf dem Abflugdeck schauen, ob wir dem komischen Typi dort seine Quest erledigen können. Der wollte ja Lebensmittel haben. Ach, ich rede immer daraus, gell, ne? So, hier wollen wir nicht hin, wir wollen dort hinten hin. So, du brauchst das hier, gell? Platz 6. Das würde genau reichen. Was haben wir denn hier? 3. 4. Eine kriegst noch. Dann haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Ups, Bauchi voll. Kein Platz mehr. Bauchi-Dämon ist weg. Endlich kann Panpan wieder Flugstunden nehmen. Puh, gut, dass das vom Tisch ist. Du hast dich wirklich ins Zeug gelegt, Nia. Danke, Pan. Freundlicher Freund. Nach Erfüllung von 40 Flugstunden wird Papan erkenntlich zeigen. Nun, Bauchi-Dämon hatte wohl auch Panpans Zeitgefühl aufgefressen. Pampam hat noch 39 Stunden 55 Minuten Flugtraining zu absolvieren. Am besten gleich bis Gormod fliegen. Pampam muss sofort los. Okay, dann haben wir das schon mal. Ich denke mal, dass wir den in Gormod wiederfinden werden. Wir schauen mal schnell. Das hier, was trifft Pampan im Gormod. Okay, das machen wir dann, wenn wir in Gormod wieder sind. Ach, ich wollte einen Rock eigentlich noch ausrüsten, aber okay, das können wir nachher auch noch machen.
Gehen wir zur Murmur. Alle Angelegenheiten geregelt, ja. Freunde bereit, nach Mor Aydin aufzubrechen. Ja, machen wir doch jetzt mal. Dann schnell an Bord hüpfen und sicheren Halt suchen. Murmel wünscht angenehme Reise. Endlich da. Endlich fester Boden unter Toras Füßchen. Das war eine wirklich lange Reise. Warum ist Hafen so leer und mickrig? Poppy dachte, Mor Aydin wäre groß. Die scheint einer der kleineren Häfen zu sein. Wir befinden uns hier weit ab der Hauptstadt. Und genau das wäre unser nächstes Ziel, oder? Die Hauptstadt? Das Schiffspersonal meinte, es gibt eine Straße, die direkt dahin führt, aus dem Hafen raus und dann nach rechts. Ja, allzu weit ist es wohl nicht. Andererseits kennen wir uns hier nicht aus. Stimmt, wir sollten uns gut vorbereiten, bevor wir aufbrechen. Angham, zweiter Dock, zweites Dock, Hafen, Anangham. Okay. Schaut cool aus. Gibt's eine Kiste? Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder nicht auf. You're all mine. Open up! Erasing. Patience is my strong suit. Kinda. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen leveln. Ein Haufen Kisten, was ich eigentlich gar nicht aufkriege. Schon wieder eine Quest. Mein Gott. Okay, mit den Quests ist ja ganz schön hier, aber es sind ganz schön viele. Ich muss jetzt echt mal was erledigen. Weiter in Schneckschneck wertvolle Fracht bis zur Ankunft in Hauptstadt verdorben. Oh, was sehen Mopo-Eugländer? Meister auf Entdeckungsreise? Liebe Meister, kleine PDD. Große Bitte ist nämlich in ganz großen Nöten. Was meinst du dazu, Rex? Ich müsste erstmal mehr dazu hören, bevor ich meine Meinung bilden kann. Jeder hat Zeug in Hafen, Anangham, das dringend über Umschlagplatz nach Alba Kavanich muss, aber Umschlagplatz ist derzeit belagert vom Blödenfeld, Wolgen und Nekromyx. Sichi Passage unmöglich. Pede hat einen Soldaten gebeten, Wolfen und Myx piff-paff zu machen. Soldaten sind aber beschäftigt mit Soldatenkram, oder tun zumindest so. Freunde aber sehen aus, als ob viel Zeit und wenig zu tun haben. Also ich hätte eigentlich schon viel zu tun. Sollen wir dir vielleicht helfen? Großzügiges Angebot und so schnell. PDD mag schnelle Entscheidungen. Viel Erfolg bei Vermögen von Feldwolfen und Mikromyx auf Umschlagplatz. Und jetzt bitte Beine in Hände nehmen und los. PDD darf Kunden in Alba Kavanich nicht warten lassen. Tora wird Kind schon schaukeln. Tora schaukelt gern. Weg zur Hauptstadt. Yep, machen wir das mal. Ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt in die Hauptstadt. Und wenn wir in der Hauptstadt sind, machen wir aber erstmal
einen Stopp mit der Hauptquest und werden dann so ein bisschen Nebenquests machen. Wenn es dann einfach zu viel wird. Wie viel haben wir jetzt überhaupt schon Nebenquests? 8 Stück. Könnte man dann eigentlich langsam mal anfangen mit denen. Stufe 26, uiuiui. Stufe 30, 33. Komm out, komm out. Gehen die einfach mal. Let's show them a thing or three. Tora, yeah. Puppy are unbeatable team. Great. My thoughts exactly. Ha! For sure. Please, jetzt greift die Sonne an, oder was? Let's go. Gotcha. Oder was? New enemy in the mix. Ich bin nicht hier. Rush down. Why not? Oh, Neo's down, was ist hier los? Neo, keep it together. Hallo hier. Hilbert effect refrain. Okay, haben wir irgendwas bekommen? Okay, wir haben sogar 4 schon bekommen. Sehr schön. Wir kommen dann klatschen mal die Jaule weg. No! We lost the upper hand! Mein Gott, was hält die aus, ey? Na, wir haben leider keine Blitzattacke. Yeah.
Good. Sure. Thanks, Poppy. Rock. Spinning. I am Rock. Go for it. The Gales need me. Blade combo. Third stage. Your attitude. Maya, was hält denn dir aus? Me first. Pyra. Get him, Mia. On it. Take him out. Raging Tiger. Tora, Poppy, Yura. Tora, right on time. Happy Alpha, operating at full power. Let's keep it up. Excellent. Go for it. Prominence, revolt. Get him, Nia. Here I come. Ready or go naughty. Aqua Wave, super. Tora, Poppy, Yura. Tora right here. Na panic, storm. Super. Finish. Dinner is served. Okay, du warst gar nicht so schlecht. Heftig. Ja, doch, 5 Level, das merkt man, glaube ich, schon. Was ist denn das hier alles? Und das ist jetzt... die böse oder nicht? Ne? Umschlagplatz. So, bräuchte eigentlich nur mal einen Port. Punkt, ein Port. Sieht vielleicht irgendwie was? So this is the Imperial Capital. Such a big city. Maybe their place is selling rare junk parts for upgrading Poppy. Time to go look! Masterpawn, Poppy would rather use new parts if possible. Meh, meh! Is that you there, Tora? I've not seen Tora in long time. Remember me? Mui Mui? Huh? Why random old guy know Tora's name? Oh, Tora not remember me at all. It Mui Mui. I was assistant of Professor Susu, your grumpy pon. Oh,
course Tora remember. Mui Mui should have said to start with. Mui Mui did say. Oh, right. Mui Mui not very interesting, so Tora forgot he exist. Tora? That's not very nice. No, no, I do not blame Tora. Tora was very young back then. Not surprising he forget. Besides, Master Pon was quite distracted just now, only thinking of how to upgrade Poppy. Why, could it be? This looked like artificial blade. Mui Mui, right! Tora studied Grumpy Pon and Dada Pon's blueprints carefully and finished construction. Meh, meh! How wonderful! If only Professor Su-Su still here to see results of hard work. Mui Mui, you have any idea where Dada Pon went? That day when the lab was attacked, Mui Mui was out on errand. When I got back, Professor Su-Su's body was lying there. But there was no sign of Professor Tatazo. I see. Even Mui Mui not know. Do not feel down, Master Pon. We will find Dada Pon someday. Though no evidence for this hypothesis. Anyway, Mui Mui apologize for interrupting your trip when you just arrived in city. Friend of Mui Mui run an inn just up ahead. Place with famous hot springs. If you like, Mui Mui can try to get you discount. Mui Mui is best friend! So, jetzt schauen wir mal hier. Und genau das wollte ich. All in one piece. Einkaufsviertel. Schauen wir doch mal, ob wir. Musikladen. Antikwaren. Treasure acquired. Calm your mind. Focus. Leave not on to Poppy. Wir kommen wissen recht wieder nicht. Und ihn werden wir auf jeden Fall mal. Ein bisschen was anderes geben hier. Okay, dann würde ich aber sagen, jetzt mal Hilfskerne
gleich noch herstellen. We've still got a long way to go, Barry. Okay, sieht das schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt schauen wir doch mal ins Missionsbuch. Alle Anfang ist schwer. Was war denn das für eine Quest? Ich suche nach Doro bei der Festung der Ehrlosen in Uraya. Ja, das ist frische Farben. In die Lüfte, das könnten wir doch machen. Treffpampern in Gormo, das können wir doch machen. So, und dann würde ich sagen, machen wir eine Schnellreise nach Gormo.
Ah, da haben wir ein Harmoniegespräch. Okay, ich würde sagen, ab nach Torigo. Und dann schauen wir mal, ob es dort irgendeinen Hinweis gibt, wo wir Panpan treffen. Meh. Long journeys make Tora tired. What will we find? Irgendwo auf einer unteren Ebene. Ah. Dann gehen wir gleich dorthin. Off we go. What will we find? Stopp! Böse Monster dürfen Panpan nicht auffressen. Traum ist doch umgekehrt. Fressen, nicht gefressen werden. Oje, oje. Sieht nicht aus, als hätten Monster Verständnis für Traum von Panpan. Keine Sorge, jetzt sind wir da. Ja, ihr seid jetzt in Sicherheit. Ah, freundlicher Freund, der Panpan Happy gegeben hat. Hilfe, Panpan braucht nochmal Hilfe. Na klar, mit einmal ist es ja wohl nicht getan. It's fine, we'll get him yet. Fuck. Okay, don't push yourself too hard. Dann fall ich einfach um, Edge. Alter, macht hier Schaden. Let's keep this up and we'll win for sure. Talk a little. Make haste and retreat. Thanks, Poppy. Tora can do it. Why not? Tora will show them. Spinning flag.
That'd be awesome! Great! Why not? Spinning! Sword bash! Ha! Wolf flip! Spinning edge! Heftig. So, haben wir es jetzt erledigt. Ich hoffe doch mal. Danke, Porn. Große böse Monster hatten wohl Selbsttraum. Lecki schmecki, no Porn fressen. Ui, böser Blick. Freundin Panpan hätte Belohnung für Bringen von Happy vergessen. Ist Freund jetzt etwa böse? Nu, warum? Alle Blicke auf Tora. Tora nicht gerade entscheidungsfreudigste aller Nopon. Oje, oje, bitte nicht böse sein. Nicht mit Absicht vergessen. Bestimmt nicht. Sobald Panpan an Steuerknüppel sitzt, werden andere Dinge plötzlich immer ganz unwichtig. Verstehe. Panpan fliegt jetzt nach Uraya und bei Rückkehr nach Argentum kriegen Freunde Belohnung. Versprochen. Nopon Ehrenwort. Wird nur im äußersten Notfall gebrochen. Ja, wahrscheinlich hast du wieder einen Notfall. Okay, jetzt schauen wir doch mal, was hier aktualisiert worden ist. Irgendwo ein Gorn mit Notlandung. Mann, mach denn der? Das sehe ich jetzt wieder nicht. Komm, wir gehen mal nach Toriko. Vielleicht findet man den dort irgendwo. In Toriko. Off we go! What will we find? Having this makes me real happy. So, schauen wir mal, ich denke mal, hier wird sie unten irgendwo sein. Mal eins runter hier, komm doch hier gar nicht mehr weiter runter, ne? Unten ist der.
Hey, wie ist denn da hingekommen schon wieder? Da kommen wir da gar nicht rüber. Ja, da muss ich von da oben hin, oder? Ach du Scheiße. Von der anderen Seite irgendwie ran. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Ich denke mal, dass wir dort irgendwie rüber müssen. Schauen wir mal, ob es da irgendeinen Zugang gibt. Hier kommen wir lang. Ah, es war, glaube ich, eh der erste Weg, wo wir mal auf das Schiff dort sind. Ich schaue nicht, dass ich irgendwie falsch unterspringe. What a splendid instrument! Shall I sing you something? What have we here? Okay, müssen wir eigentlich hinkommen, ja. Sehr schön. Wir müssen keine Viecher. What have we here? So. Sind wir jetzt hier richtig? Sieht so aus. Pan Pan. Hallo, wie läuft's? Oh, hallo Freunde. Pan Pan Quietschfidel können Freunde mit eigenen Augen sehen. Pan Pan Schiff leider nicht so gesund, ist fies abgeschmiert und pfeift jetzt aus dem letzten Loch. Wieso Pan Pan so nach Argentum zurückkommen und Freunden Belohnung für Happy überreichen? Pan Pan bräuchte 4 Schichtsteine, 3 rote Rädchen und 2 schicke Schrauben. Tora wird Kind schon schaukeln. Tora schaukelt gern. Oh, hat Pan Pan aus Versehen laut gedacht? Naja, vielleicht besser so. So können Freunde nämlich alles besorgen. Schicke Schraube. Sammle schicke Schraube in Argentum.
Was haben wir, rote Rädchen in der Gentum? Okay, in Uriah, das haben wir schon. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache einen Cut und ich denke mal, dass ich die Materialien durchs Bergungstauchen bekommen werde. Und das werde ich doch jetzt machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass ich bis dahin die Materialien zusammen habe. Dann können wir auch diese Quest hier abschließen. Gut, dann ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andi.